Also Unterschied bisschen in die tägliche Arbeit sind zwei ganz wesentlich. Die Betriebsärzte der im Kapitalismus sind Angestellte der Firmen. Und die Betriebsärzte in den sozialistischen Ländern, früher und auch heute in China und so weiter, das ist genauso, die sind Angestellte des Staates. Also der ist schon die Position des Betriebsarztes von vornherein anders. Die haben alle ihre Zwänge und Probleme und Konflikte, sowohl die einen wie die anderen. Aber die einen müssen mehr die Geschäftsführungen überreden und überzeugen, dass sie das und das machen, aus wohlverstandenem Interesse, während die anderen recht unabhängig ins Horn blasen können und sagen, der Betriebsarzt zum Beispiel, der alte Holstein, der war ja so angesehen, den wollten die ja immer haben in der alten Bundesrepublik auch. Und dann hat er gesagt, nee, 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 nee. Also, ich bleib mal in der DDR. Die Kommunisten haben mehr für die Arbeitsmedizin übrig als die Unternehmer in der Bundesrepublik. Nur mal als Beispiel. Der hat das schon erkannt, dass man da wesentlich mehr das Problem auf den Tisch legen kann und sagen, hier muss was passieren. Hemmschuh war dann wiederum, es gab am Ende nie ausreichend Mittel, um das zu realisieren. Das war wieder was anderes. Also es war immer konfliktreich, nie optimal, ja, aber es war anders. Das Auftreten der Arbeitsmediziner hing zusammen mit ihrer Stellung im Produktions- und Reproduktionsprozess. Der war grundsätzlich anders. Und das Zweite, was noch gerade in medizinischen Aspekten eine Rolle spielt, die Betriebsärzte in den sozialistischen Ländern waren gleichzeitig Behandler. Also sie haben in ihrem jeweiligen Fachgebiet, wenn sie herkamen, die Arbeitsmediziner selbst, wenn die als Betriebsärzte gearbeitet haben, hatten sie gleichzeitig noch Allgemeinmedizinerausbildung oft. Die haben auf ihrem jeweiligen Gebiet auch die Leute in den Betrieben behandelt. Damit wurde das kommunale Gesundheitswesen natürlich entlastet und die waren vor Ort, hatten nicht lange Wege, mussten nicht nach Feierabend erst zur Behandlung hingehen in die Arztpraxen oder in die Polikliniken, sondern die hatten in ihrer Firma oder direkt am Werkstor war die Poliklinik oder das Betriebsambulatorium, konnten sich da behandeln lassen. Diagnostik, Behandlung, war alles. Die bundesdeutschen Betriebsärzte dürfen nicht behandeln. Die dürfen nur vorbeugend tätig werden. Und Unfälle, die Erstversorgung, das dürfen sie. Und das dürfen sie deshalb nicht, weil die Kassenärzte sich den Kuchen nicht nehmen lassen wollen. Das ist der ganze Grund. Da gibt es so viel Widerstand, das ist unter den Bedingungen nicht durchsetzbar. Ja? Ist ja klar. Dann hätten die ja weniger Patienten. Und diese Frage stand nicht. Das war mehrheitlich staatliches Gesundheitswesen, sowohl in den Betrieben als auch kommunal. Es gab zwar einzelne niedergelassene Ärzte auch in der DDR bis zum Schluss, aber die Mehrzahl waren ja Angestellte von staatlichem Gesundheitswesen. Also da war egal, wo ich die Absolventen hin dirigiere. Ja, die wurden in jedem Falle gebraucht. Also das sind die beiden prinzipiellen Unterschiede in der Tätigkeit des Arbeitsmediziners und speziell auch des Betriebsarztes.